Gizem Kilic und Nick Dietrich, die Amateurfußballer des Jahres auf der ganz großen Bühne. Direkt vor dem letzten Länderspiel von Lukas Podolski werden beide von DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch geehrt. Live im Stadion TV vor weit über 20.000 Zuschauern. Einfach ein krasses Gefühl aus einem unbescheidenen Zuschauer, dass es ein schönes Spiel wird. Und ich freue mich schon total drauf, das Spiel zu sehen. Unter so einer Zuschauermenge wird man nicht alle Tage geehrt. So viele Leute, die einem zugucken, das ist was Besonderes. Das hat man nicht alle Tage, vermutlich auch nicht mehr im Leben, aber ja, absolut geil. Mehrere tausend User und eine prominente Jury um Weltmeister Benedikt Höwedes haben die Amateurfußballer des Jahres gewählt. Da fällt mir zunächst ein, dass wir unter den vielen Bewerbern und Vorschlägen, die wir hatten, ganz sicher die zwei richtigen gefunden haben, die nämlich erstens großartige Spieler, Spielerinnen auf dem Feld sind, aber auch drumherum halt ganz viel dafür tun, was im Amateurfußball auch notwendig ist, damit es Spaß macht, damit man in der Mannschaft gerne zusammen ist. Also eine bessere Wahl hätte unsere Jury gar nicht treffen können. Seit der Wahl zum Amateurfußballer des Jahres ist nichts mehr, wie es vorher war. Die letzten Wochen waren halt schon, wir haben gefetzt, haben Spaß gemacht. Wir waren im Radio. Nächste Woche lose ich noch den Landespokal aus Mecklenburg-Vorpommern, die Halbfinalpartien. Das wird dann live übertragen. Ja, geil. Macht Spaß. Amateurfußball lebt. Wir haben 150.000 Mannschaften in Deutschland. Und wenn man so junge Menschen sieht, wie hier gerade unsere Ausgezeichneten, dann wird es auch in vielen Jahren noch ganz viele Amateurfußballer geben. Gizem Kilic, die 16-jährige Tormaschine aus Dortmund. Und Nick Dietrich, der Allesmacher vom Strelitzer FC. Die große Ehrung in Dortmund ist der krönende Abschluss einer unvergesslichen Reise der Amateure des Jahres.